Hallihallo und schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video und zu meinem Sub-E-Reader Part 7.1. Ja, ich werde aus diesem Part zwei Teile machen, weil es Buchstaben S beinhaltet und das sind fast an 90 Bücher. Bücher. Ja, es sind ein paar viele und ich dachte mir, es wird schon in den normalen Parts immer sehr lange und wenn ich jetzt den in einen quetsche, das wird wieder ein 2-Stunden-Video. Und ja, ich dachte mir, machen wir es lieber so. Genau. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen und zum ersten Mal einschalten, hallo, ich bin die Dorothea. Ich liebe Bücher, sammle sehr gerne Bücher, habe ein klitzekleines Subproblem und rede gerne über Bücher. Yep. Und falls ihr keins meiner Videos verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Abonnieren-Button drückt und natürlich einen Daumen hoch, falls euch das Video gefällt. Und dann starten wir mit dem ersten Teil des Buchstabens S und fangen an mit Maddie Sieg. Ja, ich habe sehr viele Autoren, wo ich sehr viele Bücher habe in diesem Buchstaben. Habe ich ja bei den anderen Parts auch, aber bei dem hier noch mehr. Nase juckt. Everything we pretended to love. Band 3. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das geschafft habe, Band 3 mitzuholen, aber die anderen Bände nicht. Aber darüber machen wir uns keinen auf. Und Stift und Zettel habe ich wieder dabei, also fangen wir an. Ich sollte vielleicht noch irgendwo den Buchstaben hinschreiben, dass ich weiß, dass ich das beim zweiten Teil weitermache. Genau. Wir haben hier Blair, deren Welt aus aufregenden Partys und glamourösen Auftritten besteht. Sie ist Tochter eines Hollywood-Regisseurs und besucht die renommierte Schauspielschulen in LA. Doch so sehr sie sich auch anstrengt, ihre Bemühungen, endlich ihre eigene Karriere voranzutreiben, ist erfolglos. Obwohl sie seit Monaten von einem Casting zum anderen hechtet. Sie verspätet sich zu einem Vorsprechen zu einer neuen Netflix-Serie und während des Castings trifft sie auf den Schauspieler und Frauenschwarm Henry Mahent. Und ja, sie kennt ihn vom Vorabend von der Gala. Man kann sich vorstellen, was passiert. Und wie gesagt, ich habe Band 3. Fragt mich mit da. Ja. Von der Autorin habe ich auch Imperial, Wildeste Dreams, Band 1. Und hier haben wir Lauren, die nach einer durchzechten Nacht mit ihrer Freundin Jane ein Jahrespraktikum im Schloss des Königs Wittelsk Island antritt. Und obwohl der Abschied ihrer Familie nicht gerade leicht fällt, will sie doch, ja, dorthin, denn ihr Vater ist vor 4 Jahren spurlos verschwunden und anscheinend hat das irgendwas mit diesem Schloss zu tun. Lauren sieht sich sehr vielen Problemen konfrontiert an diesem Hofe, vor allem mit Prinz Alexander, dessen Charme sie ja versucht zu widerstehen, aber nicht wirklich hinbekommt. Ja, dann switchen wir zu der nächsten Autorin, How to Love a Villain, Chicago Love Band 1 von Leandra Seyfried. Yvonne ist die Tochter des Bürgermeisters, Mitglied der Chicagoer High Society und der lediglich ihr Verlobter Ian bringt sie mit seiner Position als Leiter des Gefängnisses mit düsteren Anstrich ja, in doch so perfekten Dasein. Wenn er es auch nicht gerne sieht, dass Yvonne sich ja, mit solchen gefährlichen Gesindel abgibt. Ihre Abschlussarbeit in Kriminologie ja, hilft sozusagen nicht gerade dabei. Und gleichzeitig soll ihr Verlobter ihr helfen, dass sie mit Taylor Fox spricht, einem Sohn des berühmten, berüchtigten Gangsterbosses. Ja, das hört sich nach sehr interessanten Konversationen an. Nach dem Cover würde ich sagen, kein Dark Romance. Nee, würde ich jetzt auch, nee, auch so vom Klappentext her würde ich jetzt sagen, erstmal nein, ich bin mal gespannt.
Von Dorothea Stiller habe ich Frühling der Herzen. Und zwar ist es ein historischer Liebesroman. England im Frühjahr 1809. Die junge Witwe Dorothy denkt gar nicht daran, sich erneut zu verheiraten. Eine zufällige Begegnung mit Marquis of Beresford bringt allerdings ihr beschauliches Leben gehörig durcheinander. Unwissentlich gerät sie ins Visier einer ehrgeizigen Mutter, die ihre Pläne für sie bedroht sieht. Die Gefühlsverwirrung ist dann auch noch perfekt, als der Captain Lieutenant Georgie Langley, der Cousin ihres verstorbenen Mannes, auftaucht. So, jetzt kommen wir zu einer Autorin, wo ich sehr, 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 sehr viele Bücher habe, die noch ungelesen sind, und zwar zu Lana Stone. Ich werde sagen, wann wir dann vorbeigekommen sind. Und zwar fangen wir an mit Küss mich Cowboy, eine zweite Chance für die Liebe, Hot Guys Band 2. Wir haben hier Amy, die einen abenteuerlichen Wochenendtrip in ihrer süßen Mini Cooper eingeschneit wird. Und sagen wir mal es einfach so, ihr kraftvoller Retter verändert ihr Leben auf wundersame Weise. Noah ist gut aussehend, Wortkarg und lebt auf seiner Ranch, wenn er denn nicht so verdammt sexy wäre. Dann haben wir Tabu, verbotenes Verlangen, ist Hot Guys Band 1. Da haben wir Alexa und Triel, verbotenes Verlangen. Ja, das hat. Wir haben hier ein Selfmade Mann und eine junge Studentin, die aufeinander drechsen. Drechsen, was ist das für ein Wort? Treffen meine ich natürlich. Und ihre Anziehungskraft ist sehr stark. Die Fake-Verlobte des Rockstars ist Band 3 von Hot Guys. Wir haben hier Ted Sylvester, der heißeste Rockstar der Welt ist. Und unsere Hauptfigur, Dame, ist seine Fake-Verlobte. Und ja, zwischen den beiden funkt's und man kann sich ja vorstellen, was kommt. Vom Milliardär gekauft ist Band 4 von Hot Guys. Und da haben wir einen verführerischen Geschäftsmann und eine junge Frau, die Begierde ist, ihre Grenzen kennenzulernen. Ja. Ich sage nicht so viel, weil man kann eigentlich schon in wenigen Worten herausfinden, eigentlich was in den Büchern immer vorkommt. Und deswegen denke ich mir so, brauche ich da nicht so viel zu sagen. Andererseits könnten wir dann durch dann vielleicht doch einen Teil machen. Mal schauen. Dann kommen wir zu Vom Milliardär gezüchtigt. Das ist Band 5 von Hot Guys. Wie gesagt, ich habe sehr viele Bücher und ich habe teilweise komplette Reihen. Wir haben hier Josh, der Geschäftsmann ist, und die junge Sam, ja, sagen wir mal, ihren Grenzen heranführt. Doch im Augenblick des größten Glückes müssen beide lernen, dass die Schatten der Vergangenheit man nicht so einfach entkommen kann. Dann eine Kurzgeschichte, das Geschenk. Wir haben hier die junge Witwe Katja, die mit ihrem Sohn Ben sozusagen Weihnachten feiert, aber dieses Mal möchte sie ihn ein einziges Mal lächeln sehen. Sie überredet den Vater von Ben, besten Freund, für ihn die Rolle des Weihnachtsmanns zu schlüpfen. Und sagen wir es einfach so, der Weihnachtsmann hat auch für sie etwas unter den Weihnachtsbaum gelegt. Dann fangen wir eine neue Reihe an von der Autorin. Du bist mein New York Billionärs. Wir haben hier Olivia Bennett, die sich gewohnt, also gewohnt ist, ihre Umgebung zu kontrollieren, also ein kleiner Kontrollfreak. Und sag mal so, sie lernt einen gewissen Herrn kennen und bei ihm kann sie sich in den Armen, ja, fallen lassen und muss nicht immer die Kontrolle behalten. Wie weit es ihr gut tut, werden wir sehen. Enemy Love, geliebter Feind, ist Band 2 von New York Billionaires. Da haben wir Damien Navarro und der bekommt immer, was er will. Sein nächstes Projekt soll sein Lebenstraum wahr werden lassen und zum reichsten Immobilien-Tycoon der USA werden. Ja, bloß April Reed steht ihm da ein bisschen im Weg und mal schauen, ob die beiden zurechtkommen. Dann machen wir einen Sprung und gehen zu Band 4
von New York Billionaires, A Dark Billionaire ins Büro, Fräulein Liam Knight. Wie schon gesagt, Liam Knight ist erfolgreich, ehrgeizig und dominant. Seine persönliche Assistentin hat drei Regeln. Du tust immer, was ich sage. Autsch ist kein Safe Word. Wer sich verliebt, verliert. Ach ja, mehr muss man doch eigentlich auch nicht wissen. Place of Pain vom Milliardär gekauft. New York Billionaires Band 5. Ich habe das Gefühl, ich rausche hier gerade so durch. Ja, trinken wir deswegen mal aus. Wir haben Mason, der Avery klar machen will, dass alles in dieser Welt einen Preis hat und jeder käuflich ist. Inwieweit es gut geht, werde ich wahrscheinlich lesen, sobald ich das Buch lese. Band 6 New York Billionaires ist Wending Fake im Playroom des Milliardärs. Wir haben hier eine Mutter, die mehr so ein Hochzeitsmonster ist. Und deswegen flieht unser Milliardär nach New York und ja, sagen wir mal so, sie läuft Caden Sand über den Weg. Ob er jetzt dann von der Millionär ist, frage ich mich gerade. Also Caden Sand ist, Entschuldigung, also Caden Sand ist der Millionär und unsere weibliche Hauptfigur ist diejenige, die gerade vor dem Hochzeitsmonster flieht. So rum, also nicht der Millionär flieht, sondern die andere Dame. Dann gibt es noch eine neue Reihe von Lana Stone. Da habe ich Red River Love vom Cowboy gefesselt. June Fairley ist vor Jahren aus Maryville geflüchtet, um ihr gebrochenes Herz zu schützen. Und in New York ist sie zur erfolgreichsten Innenarchitektin geworden. Heute kommt sie zurück und trifft auf den Mann, wo sie eigentlich nie wieder treffen wollte, auf John Key, und macht ihr ein Jobangebot, den sie nicht ablehnen kann. Und es gibt noch ein weiteres Band von der Reihe, das ich auch habe, Red River Passion, vom Cowboy gefesselt. Wir haben hier Elena, die nicht nur fordert und unerzogen, sondern weckt auch Gefühle in unseren Herren, Cowboy wahrscheinlich, ne? Ja. Und sagen wir einfach mal so, sie hat auch gewisse Pläne. Ja. Und das war das letzte Buch, was ich von Lana Stone habe. Yep. Das, und mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, zwei Striche zu machen. Ja, Hot Guys habe ich tatsächlich Band 5 gelesen. Das ist auch tatsächlich das einzige Buch aus der Reihe, wo ein Fantasy-Anteil hat. Die anderen sind mehr Richtung Romance oder Dark Romance. Ja. Und Millionaires habe ich noch nicht angefangen. Entschuldigung, Billionaires und The Cowboy auch noch nicht. Yep. Deswegen muss ich jetzt nochmal zwei Striche machen, weil das fehlt mir ja noch. Und jetzt gehen wir mit anderen Autoren weiter. Und wie zum Beispiel Der Sommer der Blütenfrau von Lea Santana. Da haben wir einmal die impulsive Rose, die auf einem Biohof anheuert und zugleich fasziniert ist von dem liebevoll angelegten Blumenfeld der verstorbenen Gärtnerin Matty. In dem Notizbuch findet Rose köstliche Blütenrezepte, die zu einem kulinarischen Blog inspirieren und das mit auf großem Erfolg. Die Französin Marguerite, die in Paris gegen die Schließung ihres kleinen Restaurants ankämpft, ist bezaubert von Roses duftigen Rezepte. Ebenso wie die Food-Journalistin Viola, die in Italien vor einer schweren Entscheidung steht. Als sich die drei Frauen treffen, geben sie sich ein Versprechen. Gemeinsam wollen sie den lang gehegten Traum zum Leben erwecken. Das hört sich sehr, sehr gut an. Von Nancy Salchow habe ich das Milliardär-Klischee, wer ist der Boss in diesem Spiel? Bosses, Bad Boys and Second Chances heißt die Reihe. Da habe ich auch noch kein Buch davon gelesen. Wir haben hier Brian, der Taya zum ersten Mal auf einer Party trifft. Und ja,
Sie ist die Begleitung seines wichtigsten, aber großkotzigsten Geschäftspartners Theodor. Und er kann nicht wirklich glauben, dass sie ja ein Klischee erfüllt, so Sachen. Und inwieweit die beiden doch was miteinander anfangen, schauen wir mal. Hitze bei Nacht, Behind the Flame, Band 3, heiße Kerle in Uniform von Annie Salvatore. Irgendwie habe ich die ersten zwei Bände auch noch nicht gelesen und trotzdem habe ich mir Band 3 geholt. Das ist mir wieder so eine, ja, Sache, die ich nicht verstehe bei mir, aber ich akzeptiere es einfach. Lea ist Brautjungfer bei der Hochzeit ihres Bruders Tom. Sein bester Freund Ryan wird Trauzeuge sein und Lea sieht der Begegnung mit ihrem Schwarm von früher mit gemischten Gefühlen entgegen. Und Ryan ist Schauspieler in der TV-Serie Behind the Flames. Und Lea ist sich sicher, dass sie sich eigentlich ihren Gefühlen ja abgeschüttelt hat oder sie losgeworden ist, bis die beiden aufeinandertreffen. Und wir können erahnen, was dabei rauskommt. Als nächstes haben wir von Jill Sanders Geheime Verführung, geheime Serie, Band 1. Also gleich mal ein Strichchen, neue Reihe. Wir haben hier Kate, die, ja, sag mal, das Leben einfach einfach war. Sie wollte ein kleines Haus in Boston, vier Kinder mit ihrem besten Freund Jason, dem sie seit ihrem achten Lebensjahr verfallen ist. Doch dann kommt ein erschütterndes Familiengeheimnis ans Tageslicht und ja, der Medienrummel verfolgt sie überall hin. Sie verlässt ihre Familie, Freunde, Jason und reist an Orte, bisher sie eigentlich nur darüber gelesen hat, um ihren Vater zu finden, den sie nie kennengelernt hat. Und Jason ist auf einer Mission und hat die halbe Welt bereist, um sie. Ja, sag mal einfach so, er hat immer noch Gefühle für Kate und ob die beiden jetzt zusammen schaffen oder nicht, werden wir wahrscheinlich erfahren mit sehr vielen interessanten Settings, hoffe ich. Und dann habe ich wieder ein Sammelband, auch von Jill Sanders. Von ihr habe ich, glaube ich, auch wieder mehrere Bücher. Also West Series, da habe ich Band 1, 2 und 3 in einem Sammelband. Da habe ich auch noch keins gelesen, also ein Strichchen. Da haben wir Lauren Lieben, Alexis Zähmung und Hayley Halten. Also manchmal finde ich manche Übersetzungen von englischen Büchern sehr interessant. Wir haben also hier Band 1 Lauren, die dazu erzogen wurde, nichts zu fürchten und so hat sie auch gelebt, zumindest bis ihr Vater verstorben ist und ihr alles hinterlassen hat. Jetzt ist sie nicht nur verantwortlich für ihre zwei jüngeren Schwestern, sondern auch nicht gerade kleine Ranch im Herzen von Texas. Um genau zu sein, 500 Hektar große Ranch zu kümmern. Also nicht so einfach ist, kann man verstehen. Jason kehrt zurück in seinen Heimatort und versucht, seinen Vater zu unterstützen. Und ja, die beiden werden wahrscheinlich aufeinandertreffen und es geht weiter. Was jetzt in Band 2 und 3 passiert, werde ich nicht erzählen, weil ich habe Angst, dass ich mich spoilere oder euch spoilere. Genau, die Bride-Serie, Band 1 habe ich davon. Bride finden, immer noch von der gleichen Autorin. Wie gesagt, ich finde es immer interessant, wie da welche beschrieben werden. Megan Kimberly hat sich endlich aus den Händen ihres Ex befreit, der sie seit Jahren misshandelt. Endlich kann sie ein neues Leben beginnen und herausfinden, wer sie wirklich ist. Als ihr Bruder Matt plötzlich stirbt, geht sie das große Risiko ein und zieht quer durchs Land, um in seinem Haus zu leben und seine Geschäfte zu übernehmen. Es könnte die Chance sein, die sie braucht. Wäre da nicht ein Problem, als scheint, als könnte sie den unwiderstehlichen Charme des besten Freundes ihres verstorbenen Bruders nicht widerstehen. Und dann habe ich auch ein weiteres erstes Band von einer Reihe der Autorin. Silberstreif, Silver Cove, Band 1. Sarah war schon immer zwischen zwei Welten hin und her gerissen. Der unbeschwerten, zwanglosen Welt ihrer Hippie-Mom, in der sich das Leben nur darum dreht, anderen zu helfen und ein gutes Karma aufzubauen. Und der wahren Welt mit den wahren Verantwortlichkeiten, in der man Rechnungen bezahlen und rechtzeitig zur Arbeit kommen muss.
werde die ganz offensichtlich von der Seite der Familien beeinflusst werden. Also mehr muss ich eigentlich nicht wissen. Es hört sich bei mir einfach nur gut an. Ja. Dann haben wir die Greystones, Band 1, Promenade der Träume. Ja, schon wieder ein Band 1. Von der Autorin habe ich auch sehr viele ersten Bände. Ja. Als Caseys Laden in Schwierigkeiten steckt, macht ihr ein örtlicher Hotelbesitzer ein interessantes Angebot. Er hatte schon seit längerem versucht, ihren Laden in den Ruin zu treiben, um seine Familie zu ermöglichen, das Land anschließend günstig zu erstehen. Doch wie soll sie ihm etwas abschlagen, wenn der pure Anblick des Mannes ihr Herz zum Rasen bringt? Huh. Ja. Wir sind immer noch bei der gleichen Autorin. Ein Schuss Liebe, eine Bride Oregon. Oregon? Oregon? Ich denke mal Oregon. Band 1. Wir haben hier Sarah Jordan, die bekommt die Gelegenheit, das Goldene Ohr zu leiten, das Restaurant, das ihrer Familie schon seit Generationen gehört. Doch dieser sexy, besserwisserische Zimmermann, den ihr Onkel für einige Umbauten engagiert hat, kommt ihr ständig in die Quere. Mehr muss ich nicht wissen. Ja, dann sind wir tatsächlich auch von Jill Sanders fertig. Wir können also die nächste Autorin kennenlernen, die auf meinem Sub vor sich hin vegetiert. Sorry. Wir haben hier wie ein Tag und Nacht Liebe auf Umwegen, Band 1 von Julia Sanders. Schön, erfolgsverwöhnt, wohlhabend. Das alles ist Sophie. Von Kindesbeinen an ist sie wie gewohnt, das zu bekommen, was sie will. Doch als ihre erste große Liebe zerbricht, bröckelt ihre perfekte Fassade. Ablenkung findet die junge Frau auf dem familieneigenen Gestüt bei ihrem Schimmel. Wenn da nur nicht dieser unverschämte Pferdepfleger Stefan wäre. Rattenfänger, Hongkong Stories, Band 1 von S.B. Sorry. Hongkong 2037. Nach einer Pandemie liegt die Weltwirtschaft am Boden. Ja, ist das eigentlich noch Fantasy oder Dystopie oder ist das schon Realität? Wer es sich leisten kann, flüchtet in die chinesische Metropole in der Hoffnung auf ein Leben im Überfluss und Reichtum. Doch die Stadt hat ihre Schattenseiten. Kowloon. Menschenhandel, Prostitution, Drogen bestimmen das Dasein der Gesichtslosen. Im Beijing Mong, einem Club in dem verkommenen Bezirk, bietet Chivas das, was sie besitzt, sich selbst. Josef Wakan dirigiert das Geschehen im Grenzbereich von Menschlichkeit und Moral. Er kennt die Währung, mit der Träume erkauft und Existenzen zerstört werden. Lyman O'Farrell war ein erfolgreicher Arzt, aber die Eintönigkeit seines Alltags erstickt ihn. Er kehrt der geordneten Sicherheit Hongkongs Island den Rücken und flieht in die vor Dreck und Chaos überquellende Kowloon. Ich bin mal interessant, wenn die alle aufeinandertreffen, was dann geschieht. Da es vor allem Band 1 ist, hu. Genauso ein Band 1 verkauft an die Berserker, die Berserker-Saga von Lee Savignon. Brendas Vater hat sie an eine Gruppe vorbeiziehender Krieger verkauft, um sein Überleben zu sichern. Er interessiert sich aber nicht, was mit ihr passiert. Sie rechnet nicht damit, dass zwei furchterregende Krieger, die den Clan der Berserker anführen, für sich beanspruchen. In der Gefangenschaft wird sie verhätschelt und umsorgt. Man behandelt sie eher wie eine Heilsbringerin als wie eine Sklavin. Das hört sich auch sehr, sehr interessant an. Und als nächstes haben wir Wir bleiben, wenn wir gehen von Shanae Schmidt. Nach dem Selbstmord ihrer großen Schwester fällt die 17-jährige Sage in ein tiefes Loch. Nie hätte sie gedacht, dass ausgerechnet die schöne, beliebte Rose nicht mehr leben will. Doch ein altes Tagebuch, auf das sie durch Zufall stößt, bringt ihre Schwester näher, als zu Lebzeiten je der Fall war. Das hört sich auch sehr spannend und interessant an. Dann haben wir von Susanna Schober mehrere Bücher. Da habe ich einmal Lockwoods Magic Universität, das erste Jahr, also ein erstes Band. Die 16-jährige Benji aber wünscht sich seit ihrer frühesten Kindheit nichts sehnlicher, als an der Lockwood Magic University
die einzige Schule weltweit für übernatürliche Wesen angenommen zu werden. Aufgewachsen unter Nonis, also Menschen, und deren Gepflogenheit möchte sie unbedingt all die Kreaturen dieser Welt und ihre Besonderheiten kennenlernen. Als sie ihr Wunsch erfüllt und sie an die Universität darf, ja, sagen wir es einfach mal so, es ist nicht alles so, wie sie sich erträumt hat. Von der Autorin habe ich noch ein weiteres Buch bzw. eine Reihe, und zwar die Shadowbreaker Academy, Band 1 und Band 2. Und hier haben wir, wie es ja eigentlich schon der Titel verrät, eine weitere Akademie, und zwar Xenia von Skat. Hat keine Ahnung, wer oder was sie ist, bis ihre Eltern an ihrem Geburtstag die Bombe platzen lassen und sie an die Shadow Academy bringen. Ja, denn sie ist die einzige Schattenbrecherin und sie lernt dort den einzigen Lichtbrecher kennen. Man ahnt ja schon, was da eigentlich noch da auf einen zukommt, finde ich. Ja. Von Vanessa Schöche habe ich auch einige Bücher. Also, Learn to Love Me ist das erste Buch, was ich von ihr habe. Als ich den Trip nach Dingle zugesagt hatte, konnte ich ja nicht ahnen, wie diese Entscheidung mein verkorkstes Leben beeinflussen würde. Wie das Zusammentreffen mit Ellie alles verändern sollte. Allein ihre Nähe lässt Gefühle in mir aufleben, die ich mit Absicht tief in mir vergraben und freiwillig gegen pure Gleichgültigkeit eingetauscht hatte. Ich weiß, dass die bedeutungsvolle Art zu fühlen verabscheuen sollte. Denn es ist absolut ausgeschlossen, dass Ellie und ich jemals eine gemeinsame Zukunft haben werden. Dieses Wissen wird irgendwann der Anfang sein, der Anfang, der lieber sterben, statt leben zu wollen. Das hört sich wieder voll nach Herzschmerz an. Ach ja. Dann habe ich Broken Will, bis ich mit dir zu träumen wage. Das ist auch eine Reihe, wenn ich das richtig im Kopf habe. Willow bedeutet die Zauberhafte. Doch nichts in Willows Leben gleicht einem wundervollen Zauber. Denn unvorhersehbare, schlechte Entscheidungen verwandeln ihr wohlbehütetes Leben in ein Schlachtfeld voller gebrochenen Gefühle. Ja, dazu muss man, glaube ich, nichts weiter sagen. Unbroken Soldier, bis du an meiner Seite stehst, von Vanessa Schöhe. Ja, ich bin immer noch bei der gleichen Autorin. Und hier haben wir, Ava und ich kommen aus verschiedenen Welten. Alles an ihr ist rein, farbenfroh und hell und damit nun einmal das absolute Gegenteil von mir und meinem Dasein. Während sie jeden träumerischen Aussicht aus ihrem noch so kleinen Wehen zieht, bin ich Realist. Ja. Als nächstes haben wir Broken Hope, bis ich dich lieben kann. Hope bedeutet Hoffnung. Doch diese hat die junge Hope Green schon längst aufgegeben. Ihr Leben gleicht einer irreparablen Scherbenhaufen. Das Schicksal, das immer gnädig zu Hope war, schlug unerwartet eine andere Richtung ein und riss sie damit in eine unergründliche Schlucht der Leere. Ja, das könnte ich mehr davon haben. Und dann habe ich von Michelle Schrenk auch das ein oder andere Buch, weil wir in den Sternen sehen, das Buch unseres Lebens. Hier haben wir Emilia und Raphael, die sie an einem Bahnhof zum ersten Mal kurz über den Weg laufen. Und ihr Plan war nicht, dass ihr ganzes Leben zusammenführen wollen. Eine unbedeutende Begegnung, mehr nicht. Doch kurze Zeit später treffen sie schon wieder aufeinander. Und ja, zwar sind sie Nachbarn. Das könnte also recht interessant, frech und witzig werden. Dann habe ich noch von der gleichen Autorin Nur ein einziger Tag. Annie hat nur ein einziges Ziel im Leben, todkranken Menschen ihren letzten Wunsch zu erfüllen und ihnen nur noch ein einziger Tag voller Glück zu schenken. Dieses Ziel setzt sie zusammen mit ihrem Team von Wünschen, Wagen erfolgreich in die Tat um. Sie selbst jedoch ist alles andere als glücklich. Denn nur ein einziger Tag hat vor 4 Jahren alles in ihrem Leben für immer verändert. Puh, das hört sich einerseits schön an und andererseits total tragisch.
Und Als ob ich mich vermisse, als ob Trilogie Band 3 von Michelle Schrenk. Und dann habe ich mal wieder eine Reihe angefangen. Wir haben hier Luisa und Josh, die sich von Anfang an zueinander hingezogen gefühlt haben. Sie fühlten beide mehr als nur eine Freundschaft, aber das Timing war immer schlecht. Einer von beiden hatte immer anscheinend ja, einen Freund oder Freundin. Und dann sehen sie sich wieder und das setzt ja eine Kettenreaktion voran. Ich bin mal gespannt, welche. Und dann habe ich noch Dämonenholz, Der Wald ist böse von Dennis Schulz. Iana liebt das Opferfest. Jeder Dorfbewohner trägt im Rahmen dieser feierlichen Zeremonie dazu bei, das allseits gefürchtete Unwesen zu besänftigen. Als jedoch ihre Schwester Lucy zum Menschenopfer bestimmt wird und in die Dämonenholz gebracht wird, bricht Iana mit allen Traditionen und begibt sich auf eine gefährliche Rettungsmission. Und das, obwohl die Dörfler sie seit jeher gewarnt haben, der Welt zu betreten, denn der Wald ist böse. Und mit diesem Buch enden wir mit Teil 1. Teil 2 mit dem Buchstaben S kommt dann demnächst, würde ich einmal sagen. Ja. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Natürlich, falls ihr eins der Bücher schon gelesen habt und sagt, oh, endlich mal lesen, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Sonst sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.